Hallo und herzlich willkommen zu Snipper Clips mit zwei Spielern. Zusammen schneidet man am besten. Kevin ist auch dabei. Hallo! Der guckt schon komisch. Ja. Ich glaube, der kennt dieses Spiel nicht. Nee. Ich kenn's auch nur vom äußeren Sehen her. Ich hab's noch nie selber gespielt, aber es sah sehr interessant aus, deswegen habe ich mir gedacht. Haben wir vielleicht ein bisschen Spaß mit. Mal gucken, wie es wird. Ja, Anzahl der Spieler, natürlich zwei. Alleine ist halt ja irgendwie doof. Dieses Spiel ist, glaube ich, nicht dafür ausgelegt, dass man es wirklich alleine spielt. Es ist auf jeden Fall ein Puzzle-Game. Für zwei Spieler, wie man sieht. Wie gesagt, man kann es auch alleine spielen, aber das ist halt nicht so spannend. Gas vibriert. Ja, hör mal. Diese Mini-Joy-Cons, wie sie bei der Switch heißen, die haben eine Vibration, dann geht's kaputt. Verwende den 3D-Stick, um mich zu bewegen. Fülle die Form und halte still. Also unser... Kann ich springen? Nee, schon mal nicht. Unser momentaner Auftrag ist einfach nur hier reinzugehen. Ich denke mal, du wirst die Funktion mit der Zeit erst dazu kriegen. Jetzt könntest du dich zum Beispiel ducken. Aha. Dann können wir in die Form reingehen. Wir müssen sie zu einem gewissen Grad ausgefüllt haben. Wir müssen sie nicht perfekt ausfüllen, aber bis zu einem gewissen Grad, der fast perfekt ist. Ja. Das sieht gut aus. drücke den bei mir X-Knopf, um zu schneiden und halte links gedrückt, um zu erneuern. So, das heißt, wenn du da reingehst, dann kann ich dich, zack, schneiden. Und du müsstest mich irgendwie so schneiden, dass ich hier reinpasse. Ja, dankeschön. Perfekt. Und damit haben wir die Form wunderbar ausgefüllt. Du musst, glaube ich, nur ein Stück näher reingehen. Ja, perfekt. Wunderbar. Hinter ist immer. Super. halte links gedrückt, um dich zu erneuern. Ha! Wunderschön. Drücke L und SR, um dich zu drehen. Und um die Form zu füllen. Ja. Hey, was davon ist SL, SLR? Das sind die Schulterknöpfe. Wir haben beide auf diesem, auf diesem Minipad sind tatsächlich zwei Schulterknöpfe drauf, auch wenn man das kaum erwarten möchte. Ich sehe ja keine Beschriftung drauf, deshalb war ich gerade etwas verwirrt. Das ist einfach nur links und rechts. Ja, herzallerliebst. Wunderbar. Hey! Boah, du Drecksack. Drücke unten, um zu springen und das Radiergummi zu drücken. Aha. So muss man da drunter gehen, bitte. Na, ich laufe ganz langsam. Ja, perfekt. Exzellent. Wir haben es geschafft. Hui. Kann ich dir den Kopf schneiden? Wunderbar. Halte plus minus, um dem Hauptmenü in der Einstellung die Einführung anzusehen. Aber ich weiß ja schon, wie es geht. Ich existiere wieder. Ich höre Dinge passieren im Hintergrund. Du hast mich nur massakriert, glaube ich. Neckische Notizen. Was? Okay. Abenteuer in einem verrückten Notizbuch. Klingt spannend. Okay. Okay. Zeit für die ersten großen Aufträge, schätze ich. Ja. Wir fangen vorne an, denke ich mal. Voll in Form. Es macht Sinn, vorne anzufangen. Und dann gehen wir nacheinander durch, was wir so alles an Aufträgen kriegen. Ja, ein Vorgang. Bereit? Los! Ja, also wir müssen irgendwie diese Form hier hinkriegen. Das heißt, wir müssen uns so drehen und dann müssen wir die entsprechenden Ecken abschneiden. Also, dreh du dich mal als erstes hier rein und ich schneide dich dann. Mal gucken. So, schneiden war... Muss ich, glaube ich, einmal... Hier, okay, du musst dich nochmal einmal neu machen, weil ich musste mal eben gucken. Okay, dreh dich mal um und dann kannst du... Wenn du auf der Ecke hier bleiben willst, dann muss ich mich einmal so rumdrehen, ja. Und dann kann ich hier reinlaufen und... Rechts. So, den richtigen Knopf drücken. So, und das gleiche müssen wir jetzt auch einmal andersrum machen. Am besten, ich stelle mich einfach in die gleiche Form wie du rein, weil ich glaube, das ist einfacher, wenn du von unten schneidest. Warte, warte, ich muss so rum sein. Und dann kann ich mich nachher einfach umdrehen. So, ja, ja, sehr schön. So, jetzt kann ich mich nämlich einfach umdrehen und dann müsste das eigentlich genau passen. Haha, hervorragend. Gut gemacht. Perfekt, ich weiß nicht genau, was wir darstellen. Das ist ein Pelikan, glaube ich. Das ist der Tukan. Okay, ein Tukan. Ist doch eigentlich egal. Das ist der gleiche Tier. Ja. Zum Fortfahren. Plus drücken. Cool. ja, ich drück mal plus. Ja. War aber auch nett. Ja. Numero 1. Müssen wir jetzt nach unten oder nach rechts? Keine Ahnung. Basketballkorb oder Glühbirnchen? Ach, wir machen erstmal Basketballkorb. Ja, ich glaube, die sind von oben nach unten angerichtet, aber ist ja auch egal. Wir machen es, wie wir das bei uns so kennen. Ja, genau. Wir haben einen Basketball. Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir uns einen Korb wirklich machen, aber... Oh, und außerdem, wenn wir auf den Knopf drücken, kommt das Ding wieder neu raus. Wir können es wahrscheinlich auch so schaffen. Dreh dich mal ein Stück zu mir in die Richtung. Dann nehmen wir ihn einfach zwischen die beiden. Ja, ja. Muss laufen.
Laufen, 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 laufen. Ja, ja, ich drehe mich um. Perfekt. Ohne zu schneiden. Gut gemacht. Ey! Komm her. Blödes Ding. Können wir A drücken, damit irgendwas passiert? Nö, können wir nicht. Aber ich kann Plus drücken, damit es weitergeht. Na. Ding! Ding, 2 von 5. Yeah. Wow. Ja, theoretisch könnte man auch hier weitermachen mit Glühbirnchen. Ja, wir machen einfach so, wie es gerade gefällt. Glühbirnchen klingt toll. Querbeet. Bereit, los! Also, ich denke, wir müssen das Ding hier reinkriegen. Würde ich jetzt mal so vermuten. Das heißt, wir müssen das Viech aber irgendwie einfangen. Warte. Wie springe ich nochmal? Hier springe ich. So, hey, stell dich auf mich drauf und dann versuch das Ding mal runterzudrehen oder so. Upsa. Ja, erst drauf. So, dreh dich mal so, dass wir das Ding vielleicht einfangen. Ja, ja, sieht gut aus. Aha. Gefangen. So, passt. Jetzt kannst du hier rüberlaufen. Yeah. Ja. Ich mach mich währenddessen wieder ganz. So, jetzt. Halt! Halt! Haha! Gefangen! Gut gemacht! Das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie eleganter lösen können, aber wahrscheinlich. Passt schon. Ah, du isst mich von oben! Dieses Spiel ist merkwürdig. Ja. Okay, plus. Was haben wir noch Schönes? Mehr Basketballkörbe. Mehr Basketballkörbe in der Tat. Ja, machen wir noch ein bisschen Basketballkorb. Hurra! Haben wir gerade Übung drin. Ja. War so lustig beim letzten Mal. Bereit? Los! Leute, dieses Mal mache ich erstmal einen Basketballkorb bei dir rein. Na, ja, vor allem müssen wir auch irgendwie was haben, um da überhaupt reinstechen zu können. Ja, mach den. Ja, oder so. mach mal bei mir oben irgendwie einen Korb rein oder so, damit ich überhaupt gleich was mit diesem Ding machen kann. Ja, oder wir nehmen wieder auf. Können wir natürlich auch versuchen. Kannst du springen? Verdammt. Na. Ich versuch's immer wieder aufzuschaufeln. Ich bin so ganz. Na. Oh, den kannst du bestimmt von unten reinschaufeln. Versuch dir mal von unten reinzuschaufeln. Spring mal einfach von unten rein. Nein! Muss auch wieder rein. Yes! Gut gemacht! Plus und Minus und Papa. Also, es ist schon fast cheat. Ey! Ach, nur fast. Da ist ein komisches Ding in mir drin. Plus, da drüben. Ja. Boah, ich komme mit diesen Joy-Cons noch nicht gut klar. Ja, die sind etwas ungewohnt. Das erste Mal, dass ich einen Switch-Controller in der Hand habe. Die sind so winzig klein, die Dinger. Ja. Hamsterhilfe. Spielen wir mal eine Runde Hamsterhilfe. Na, schauen wir mal. Was müssen wir für den Hamster tun? Bereit? Los! Wahrscheinlich der Hamster muss vermutlich da rechts reinkommen. Schätze ich mal. Ja. Was müssen wir denn überhaupt machen? Ach so, da vorne ist ein Radizel. Moment. Okay. Bonk. okay, wir müssen ihn wahrscheinlich nach oben transportieren. Und dann kann er durchfahren. Ja, das war einfach. Ja. Hey, kommt noch ein Hamster. Okay, also er darf nicht auf diese Dinger hier drauf, wie wir jetzt gerade erst gelernt haben. Ja, die Dinger sind scheinbar nur da, wenn wir da sind. Die wir zufällig eben vermieden haben. Ne. Okay. Ja. Okay, also dafür brauchen wir uns. Zing! Wir haben 5 von 5 geschafft und deswegen eine neue Stage freigeschaltet. Aber ich glaube, wir machen erstmal die einfache. Und Schnitt! Da müssen wir bestimmt wieder eine bestimmte Form erreichen. Das würde zumindest zum Namen passen. Das würde Sinn machen, ja. Bereit? Los! Achso, wir müssen das Ding hier schneiden, nicht uns schneiden dieses Mal. Zack. Zack. Okay. Passt. Haha! Es ist ein Baumstumpfmännchen-Dingens. Dingensbummens. Ja. Bum, 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 bum. Ich habe alles zerstört. Können wir da irgendwas mit machen, indem ich irgendwas drücke? Nein, ich bin erstmal tot. Du hast mich umgebracht. Du hast mich umgebracht. Immerhin, es braucht einfach neu. Platzprobleme oder Präzisionsgriff? Ja, Präzisionsgriff. Oh, das klingt schwieriger. Mit einem Monkey. 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 Breit. Los! Wir müssen da vorne drücken und dann muss der Affe vermutlich irgendwas machen. Was? Ja, ich bin hier drauf gesprungen. Ah, okay. Ja. Und wenn du gegen das. Lauf mal gegen das Radizel. Ah, okay, der muss uns greifen. Mach mal. Wir müssen irgendwie Griffe in uns reinmachen. Mach mal irgendwie Griffe rechts und links an mich rein, sodass er mich gleich greifen kann, wenn er kommt. Nee, da nicht. Das ist doof. Muss unten machen. Ja. Ja, da. Nee, so ist okay. Kannst auch gerade stellen.
Oder so. Ja, hoffentlich reicht's. Ja, mal gucken, ob das reicht. Okay, versuchen wir es mal. Dann hol ihn mal hier rüber, dass er mich greifen kann. Ja, ja. Jetzt muss er das Radiz loslassen und muss auf dem Schalter stehen bleiben, sonst komme ich da nicht durch. Nee, muss mich höher schneiden, sonst kann er mich nicht greifen. Ich gehe wieder hoch. Ja. Ich glaube, du kannst auch ein bisschen tiefer reinschneiden. Ansonsten weiß ich nicht, ob der mich greifen kann. Ja, das ist besser. Wunderschönes Tee. Du bist nur ein Tee. Wunderschön. So, das versuchen wir nochmal. Ach, das große Tee. Komm her, mein Freund. Ja, ist auch jetzt am Lineal hängen geblieben. Gutes Teil. Ja. Ja, aha, perfekt. So. Miep, miep. Ich fühle mich genau wie ein eine Zelda-Yoshi-Puppe. Ja, aber du grinst dabei doof. So, ich will wieder ganz sein. Darf ich wieder ganz sein? Ha! Perfekt. Du bist ganz sein, das Ding reingeschubst. Na, gut gemacht! Drück auf Plus zum Fortfahren. Yay! Oh, warum tötest du mich immer, wenn ich bei dir vorbeikomme? Weiß ich nicht. Gewohnheit. Unglaublich. Ja, und die nächste Stage wäre dann Pratz-Probleme. Pratz-Probleme? Genau, Pratz-Probleme. Aber ich würde sagen, bevor wir die Stage anfangen, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Pratz-Problemen. Yay! Welch ein Konzept. Bis dahin, see ya. Aloha.